So, Glück auf, herzlich willkommen und einen schönen guten Abend in die Runde. Wir begrüßen heute zu unserem Plaudergespräch einen Gast, und zwar aus Mecklenburg und Pommern, wie das richtigerweise heißt, den lieben Adrian Wasner. Grüß dich, Adrian. Grüß dich, Frank. Liebe so. Leute im Chat. So, was wollen wir heute besprechen? Wir sprechen ein wenig über Kommunalpolitik, das Verhältnis von Kommunalpolitik zur großen Politik auf Bundesebene und vielleicht sogar Weltpolitik. Wir gucken uns ein bisschen an, was ihr so getrieben habt, was es Lustiges zu berichten gibt, unterhalten uns über ein paar allgemeine Punkte. Und mir ist heute Mittag, als ich mir das angesehen habe, aufgefallen, dass ich muss noch mal kurz reingucken hier. So, jetzt sind wir richtig zu sehen. Wir waren eben nicht zu sehen, jetzt aber. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der Ton da war. Also, dann müssen wir das Ganze nochmal von vorne machen. Adrian, ich grüße dich. Herzlich willkommen nach Mecklenburg und Pommern. Und wir grüßen natürlich den gesamten Chat. Ich hatte vergessen, umzuschalten. Ja, Glück auf nochmal, falls es jemand nicht mitgekriegt hat. Wir haben heute, wie gesagt, den Adrian aus Mecklenburg und Pommern hier. Jetzt will YouTube mir wieder eine Werbung reindrücken, das schalten wir mal weg. Wir sprechen heute, ja, Bild ist nicht da, Ruhe, entladen, Magazin raus, jetzt läuft's. Wir sprechen heute über die Wählergruppe Heimat und Identität einer Kreistagsfraktion im Landkreis Parchim-Ludwigslust. Heißt das so richtig? Nein, Ludwigslust-Parchim heißt ja, der Landkreis. Ich hab's gewusst. Es sind immer die Kleinigkeiten. Ja, gut. Darüber sprechen wir. Wir sprechen auch über ein paar allgemeine Themen. Über natürlich, weil die Wählergruppe ja so heißt, werden wir sprechen müssen über Heimat und Identität, was du bzw. ihr darunter versteht. Ich habe eben schon gesagt, mir ist heute Mittag beim Durchgucken aufgefallen, als ich so durch meinen Kanal, ich weiß gar nicht, wie kann man zu scrollen sagen, blättern. Als du durchgerollt bist. Ich bin durchgerollt. Und da ist mir aufgefallen, dass einer, oder wenn nicht sogar, der erste, wo ist denn jetzt mein Kanal hier? Hier, Kanal ansehen. Dass vielleicht sogar der erste Livestream überhaupt mit uns beiden war. Im Wahlkampf 21. Wie bitte? Im Wahlkampf 2021 war genau. Das gewesen. Oh, da werden Erinnerungen wach, Frank. War das schön. War das schön, ne? War das, oh mein Gott, wie viel habe ich denn schon gemacht, sehe ich gerade. Da sind echt viele schon inzwischen. Ich muss mal gerade gucken hier, ich schaue mal schnell rein. Genau, hier war der Stream mit Augustin. Da hatten wir einen mit Pasteurs. Das war die Zeit, ne? Wahlkampf. Genau. Genau. Genau, und derzeit hatten wir auch irgendwann den ersten. Ich muss gerade gucken. Wir hatten irgendeinen zusammen moderiert. Das weiß ich noch. Wo ist der denn jetzt? Also, ich kann mich an drei Live-Ströme erinnern im Wahlkampf. Ja. Einer bei mir zu Hause auf der Couch. Ja, genau. Das war der mit Augustin, ne? Genau. Einer bei uns im Büro und noch einen dritten von der Wahlkampffront. Genau. Ja, fangen wir am besten einfach mal da an, da wir jetzt schon bei unserer Strom-Historie sind und der Name Augustin schon gefallen ist. Du bist Geschäftsführer, richtig? Fraktionsgeschäftsführer der Kreistagsfraktion, richtig. Genau. Und der, ich hatte, weiß ich nicht, gestern, glaube ich, oder vorgestern, als ich das angekündigt hatte, hatte ich ja geschrieben, dass es eine... Ja, sozusagen eine zusammengesetzte Fraktion von Heimatpolitikern, ehemaligen AfDlern ist. Erzähl doch mal kurz, erstens, wie ist es überhaupt zu dieser Fraktion gekommen und zweitens, wer ist da überhaupt dabei? Also ich fange mal damit an, wer dabei ist. Mhm. Dennis Augustin als unser Fraktionsvorsitzender, Frank Bethke, Thomas Wüstenberg, Andrea Sunkel und Stefan Köster. Die ersten vier sind ehemalige AfD-Mitglieder und waren auch Mitglieder der AfD-Kreistagsfraktion, die 2019 gewählt worden ist, beziehungsweise zur Kommunalwahl gewählt worden ist. Das waren, lass mich lügen, insgesamt 12 Mann damals bei der AfD. Ja. Und Stefan Köster ist ja der Landesvorsitzende der Heimat Mecklenburg-Vorpommern.
damals noch NPD. Ja. Und der war Einzelkämpfer im Kreistag gewesen. Und nun kam es über die ersten Monate zu Zerwürfnissen innerhalb dieser AfD-Fraktion. Denn die vier, die jetzt bei uns mitmachen oder die die Fraktion Heimat und Identität gegründet haben, stehen politisch so weit uns nahe, dass das einfach mit der AfD kollidiert ist. Und da gab es innere Reibung. Die AfD-Leute wollten den doch eher radikaleren Kurs von Dennis und von den anderen Mitstreitern nicht mittragen. Mhm. Und dann haben die sich überworfen. Und die vier haben sich gesagt, gut, wisst ihr was? Wir machen hier so eine CDU-nahe, liberale Politik nicht mit. Wir gründen unsere eigene Fraktion. Kannst du das vielleicht kurz an ein paar Beispielen festmachen, inwiefern die eine Fraktion, also unsere Leute, radikaler sind? Oder was die AfDler dort nicht mitmachen wollten? Ach, die AfDler wollten im Grunde genommen das, was die AfD auch in der Landespolitik in Mecklenburg und in Pommern macht und ja auch in den vielen anderen Bundesländern, die wollen einfach diesen CDU-Kurs mitfahren. Ja, also die hätten gerne so eine BRD der 80er, 90er Jahre. Ja, verstehe. Mit ein paar Ausländern, wo es auch gar nicht so schlimm ist, wenn man denn doch mal gendert. Und es ist doch gar nicht so verkehrt, wenn man mit der SPD und mit Grünen an einen Tisch sich setzt. Und das funktioniert halt nicht, wenn du ein aufrechter Nationalist bist, setzt du dich halt einfach mit Volksverrätern nicht zusammen. Punkt, aus, Ende. Da gibt es gar keine Diskussion. Mhm. Und diese Zerwürfnisse, die führten eben dazu, dass die Leute, die jetzt bei uns in der Heimat und Identität aktiv sind, sich von der AfD abgelöst haben. Dann kommt es auch noch dazu, dass ein paar persönlich schwierige Leute in der AfD, die Fraktion dort in Ludwigslust-Parchen beheimatet sind, denen es doch primär darum geht, Geld und Einfluss zu horten innerhalb ihrer Partei. Und das ist natürlich nicht das, was du als heimattreuer Kommunalpolitiker halt machen möchtest. Ja, verstehe. Und gibt es denn dort jetzt noch, also es gibt aber noch eine aktive AfD-Fraktion gleichzeitig jetzt? Oh, noch eine AfD-Fraktion. Aktiv möchte ich denen wirklich absprechen. Die haben sich auch weiterhin innerlich zerlegt gehabt. Also ja. Da sieht man nochmal eine Abspaltung innerhalb dieser Fraktion. Die sind prinzipiell nicht wahrnehmbar im Kreistag. Also es kommen keine Redebeiträge, es kommen kaum Anträge, es kommen so gut wie keine Anfragen. Die nicken alles mit ab, was die großen Blockparteien da vorgeben oder auch was die Kreisverwaltung vorgibt. Da ist kein Biss. Die sind da angekommen, wo die CDU seit 30 Jahren schon ist. Ja, verstehe. Das ist ja auch etwas, die Leute fragen mich auch oft, können wir uns eine Kooperation mit der AfD vorstellen oder was unterscheidet euch eigentlich? Und ich sage dann immer, also im Grunde ist eine Partei ja immer nur Werkzeug, Mittel zum Zweck. Und wenn vor Ort irgendwo gute, nachvollziehbare, pro-deutsche, mitunter völkische Politik gemacht wird, dann ist das in Ordnung. Dann muss man sich da nicht um das Potenzial streiten. Wenn wir das irgendwo sehen, dann haben wir auch kein Problem damit, irgendwo nicht zu kandidieren, also auch auf kommunaler Ebene nicht. Aber wenn wir den Eindruck haben, dass diejenigen vor Ort eben nicht dieselbe Politik machen wollen wie wir, dann nehmen wir selbstverständlich uns auch das Recht heraus, da selbst anzutreten und uns selbst als Alternative dann anzubieten. Das halte ich auch für legitim, denn die Heimat ist ja immer noch eine eigenständige Partei mit einem eigenständigen Programm und für das wir dann auch noch einstehen. Ne? Das muss man halt in der Deutlichkeit auch immer wieder sagen. Und ein, zwei kleine Beispiele bringen kann bei uns aus dem Kreistag. Also die richtig wichtige Politik oder die politischen Schwerpunkte setzt die AfD halt auch nicht mit Anträgen wie, es dürfen keine Rasenmäherroboter auf dem Gelände des Landkreises fahren, weil das gefährdet die Igel. Mag sein, mag richtig sein, aber das sind nicht die Sachen, mit denen wir uns gerade beschäftigen müssen. Ja? Und auch die Zustimmung der AfD zu den Kreishaushalten, das können wir einfach nicht mittragen. Also allein bei uns Ludwigslust-Parchen werden im Jahr 24 und 25 17 und dann nächstes Jahr 19 Millionen Euro ausgegeben für Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Gleichzeitig 19 Millionen. Genau, auf einem Kreisgebiet mit einer Einwohnerzahl von 200.000 Leuten, ja, mit durchschnittlich im Monat ansässigen 2.000 Ausländern, die noch im Asylverfahren sind. Also, und das trägt die AfD einfach mit. Und das können wir nicht, das geht gar nicht. Also entweder macht man fundamentale Politik gegen diesen Irrsinn der Bundesrepublik Deutschland, gegen den realpolitischen, oder man sagt halt, man gehört zum System und schwimmt damit, aber dann ist man keine Alternative mehr. Ja, ja. Ja, gut, den Stefan Köster kenne ich ja sowieso, er ist unser Bundesschatzmeister, ist ja auch schon seit, ich glaube, er ist sogar mit, wenn nicht sogar der Landesvorsitzende, der jetzt am längsten im Amt ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist... Im letzten Jahr 20 Jahre Landesvorsitzender. Ja, der dienstälteste Landesvorsitzende. Den kenne ich natürlich schon quasi fast so lange, wie ich dabei bin. Dennis Augustin kenne ich jetzt auch schon länger. Kannst du kurz ein paar Takte zu den anderen sagen? Also die waren auch bei der AfD vorher. Die waren auch bei der AfD gewesen. Das sind alles Selbstständige im Handwerksbereich beziehungsweise in Dienstleistungsbereichen unterwegs. Ja. Das sind patente Leute. Mhm. Der Thomas Wüstenberg war mal eine Zeit lang Kreisvorsitzender, bevor er dann die AfD verlassen hat. Dann durfte er da ja sowieso nicht mehr mitspielen. Ja. Die sind auch alle schon seit Jahren politisch jetzt vielleicht nicht so aktiv wie wir in der allerersten Reihe, aber ne, natürlich immer politisch interessiert und haben irgendwann 2019 halt diesen Schritt in die Öffentlichkeit gewagt, indem sie bei der Kommunalwahl damals angetreten sind. Mhm. Und das ist einfach eine dufte Truppe. Also man versteht sich politisch, passt da kein Blatt zwischen uns. Natürlich gibt es über gewisse Ausrichtungsgeschichten, ne, hat man immer verschiedene Ansichten. Dafür sind wir nun mal auch alle Menschen. Aber ja, das ist eine sehr patente Truppe. Und die schätzen die reale politische Situation innerhalb der Bundesrepublik genauso ein wie wir. Genauso realistisch und ja. Ja, das ist ja, deswegen haben wir uns das ja heute auch ausgesucht mitunter, weil es auch beispielhaft für Kooperationen anderswo sein kann. Ja? Dass man sagt, dort, wo es eben passt, kann man natürlich, warum nicht, zusammenarbeiten. Es gibt aber eben auch Regionen, da kann man nicht zusammenarbeiten. Ja? Das trifft, muss man ehrlicherweise sagen, das trifft auf die AfD halt genauso zu wie teilweise auch auf unsere Partei. Also wie wahrscheinlich in jeder Partei gibt es unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Ansichten. Man hat zwar dasselbe Parteiprogramm, aber ne, mal passt es besser, mal passt es halt schlechter. So, und wenn das jetzt hier im Norden bei euch passt, ist es ja gut. Ich habe im Wahlkampf ja selbst, also 2021 war das, bei euch Wahlkampf gemacht und habe das auch gesehen, was da so los ist. Ja, ich hatte halt auch den Eindruck, gut, da ist halt nicht wirklich Biss dahinter. Also bei uns schon, bei denen ja. Nicht. Ja, nicht, dass es falsch verstanden wird. Bei denen nicht. Und da so haben wir das ja damals auch kommuniziert. Also es ergibt jetzt wahrscheinlich weniger Sinn, in Thüringen gegen Höcke zu kandidieren oder so. Aber wenn man den Eindruck hat, man kandidiert jetzt oder der Gegner ist sozusagen eine CDU 2.0, dann ist es nicht nur legitim, sondern dann haben wir als aufrechte Nationalisten sogar die Pflicht, eine vernünftige Alternative zur Verfügung zu stellen. Ja. Und aus der Überlegung heraus haben wir auch diese aus der Fraktion heraus die Wählergruppe gegründet. Und ja. Jetzt kommen sicherlich die Fragen auf, warum sind wir nicht als Heimat angetreten, mhm. als Partei? Es gibt ja natürlich die Parteistrukturen unserer Partei, gerade bei uns in Mecklenburg, und es gibt die aktiven Kader. Aber wir haben auch einfach festgestellt, das Vertrauen der Durchschnittsbevölkerung in Parteien ja. ist einfach nicht mehr gegeben. Das zieht sich von links über die Mitte bis nach rechts hin. Und diese regional verankerten Wählergruppen, diese Wählergemeinschaften und Interessensvertretungen ja im Grunde genommen, haben viel mehr Anklang oder finden viel mehr Anklang bei den Bürgern hm. als eine Partei. Und ja. Das nutzen wir einfach. Und wir haben es auch gemerkt, jetzt am 9. Juni sind ja gleichzeitig mit den EU-Wahlen bei uns auch Kommunalwahlen. Wir haben ganz, ganz viele neue Leute mit auf die Listen bekommen, die vorher nicht für die NPD angetreten sind, aus den Gründen, warum wir sie ja auch umbenannt haben.
Ja. oder nicht wir, aber warum der Umbenennungsprozess ja damals vonstatten ging. Aber wir haben auch Leute, die gar nicht parteipolitisch organisiert sind. Und wir haben in 10 Wahlkreisen jeweils 11 Kandidaten aufstellen können, insgesamt 17 Kandidaten. Wir können in 8 Gemeinden antreten. Und das ist für so ein Flächenland, wie wir es in Mecklenburg und speziell in Ludwigslust-Parchim sind, doch, glaube ich, schon der erste Achtungserfolg. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist mir beim, ist, als ich zugehört habe, ist mir gerade eine Frage eingefallen. Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt muss ich kurz nachdenken. 30% bekommen wir. Ja, das ist richtig. Ja, genau, das war die Frage. Ihr werdet jetzt quasi am 9. Juni, da ist ja die Wahl, die Kommunalwahl, die Macht in Mecklenburg und Pommern an euch reißen. Da besteht In keinerlei Mecklenburg, Zweifel. erstmal nur in Mecklenburg, Erstmal nur in Mecklenburg. die Kameraden in Pommern, die werden wir dann in einem Befreiungsschlag auch aus den Fängen der BRD retten. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich weiß nicht, ich komme nicht mehr drauf. Was ich, ach so, doch, ja klar. Der Punkt, dass die Leute tendenziell immer weniger Vertrauen in Parteien haben. Also nicht nur, oder sagen wir mal, in den Staat insgesamt, also ins System. Und weil sie Parteien als Teil des Systems wahrnehmen, natürlich auch weniger in Parteien. Und mir ist auch aufgefallen, dass es dabei nicht nur um also um die Kartellparteien geht, sondern auch um alle anderen, also auch um kleine Parteien, Oppositionsparteien. Und dass Wählerbündnisse, das haben wir schon bei den Corona-Maßnahmen gesehen, bei den Protesten, dass die Leute teilweise kaum zu Parteidemos gehen, aber wenn ein Wählerbündnis oder ein Bürgerbündnis oder irgendjemand Freies anmeldet und einlädt, dann gehen die dahin. Dann gehen die dahin. Und ihr hattet ja, glaube ich, in Mecklenburg und Pommern auch relativ gut besuchte Bürgerdemos, ne? Ja, also als das mit diesen Corona-Maßnahmen losgegangen ist und dieser repressive Druck des Staates immer größer wurde, da ist natürlich der Zulauf auch größer geworden zu den Veranstaltungen. Und da möchte ich mal Lob und ein Grußwort an diejenigen ausrichten, die diese Demos organisiert haben und immer noch veranstalten. Also in Ludwigslust, alle 14 Tage wird da immer noch auf die Straße gegangen. Und zu den Hochzeiten hatten wir, also 2021, 2022 hatten wir 1500, 1800 Leute in Ludwigslust, die da mitgelaufen sind. Das Nur bei ist einer Demo dann. nur bei einer Demonstration. In Parchim waren wir 2000, 2500 Leute. Das ist zu NPD-Zeiten oder jetzt auch Heimatzeiten, das ist ja undenkbar, dass wir solche Massen mobilisiert Ja. bekommen hätten. Aber die Protagonisten sind ja trotzdem bekannt vor Ort, ne? Ich meine, man weiß Ja. ja, wer ihr seid, und das hat den Leuten aber nichts ausgemacht. Das hat die Leute überhaupt nicht gestört. Die Schweriner Volkszeitung hat, glaube ich, 3 Tage lang über mich berichtet, als ich auf der ersten über 1000-Mann-Demo in Ludwigslust gesprochen habe. Die haben versucht, mich da natürlich zu zerreißen, Ja, medial, ne? Mit der böse Nazi und aus der NPD und Rassist und Faschist und ganz, ganz schlimm. Das hat die Leute den Scheiß interessiert. Also ich habe selten so viel Jubel und Zustimmung gekriegt wie auf diesen Demonstrationen. Weil halt auch einfach dieser Hammer, ne, das sind Nazis, dieser Nazi-Hammer, der ist einfach auch abgestumpft, das kommt auch dazu. So, und dadurch, dass ich nicht als Mitglied einer Partei, einer großen Organisation aufgetreten bin, sondern gesagt habe, ey, hier, ich bin Fraktionsgeschäftsführer einer Kreistagsfraktion, wir sind hier vor Ort, wir sind für unseren Landkreis, fühlen wir uns in erster Linie zuständig und damit auch für euch, liebe Mitbürger und Landsleute. Das zieht bei den Leuten 1000-mal mehr und bringt viel mehr Vertrauen, als wenn ich sage, ich bin der Sprecher einer für diese Leute gesichtslosen großen Organisation. Ja, es trägt natürlich auch viel dazu bei. Ich meine, die aktuelle Regierung, die Ampel, macht das ja noch viel krasser als vorherige Regierungen, dass sie so offenkundig Klientelpolitik betreibt für ihre Wähler und nicht für alle. Ich meine, das muss man ja immer wieder erwähnen, ne? Da scheint ja irgendwie in Vergessenheit geraten zu sein, dass eine Regierung ja eigentlich die Regierung des gesamten Volkes sein soll. Ich meine, diese Regierung ist natürlich überhaupt nicht die Regierung unseres Volkes, aber sie macht halt Klientelpolitik. Sie macht offenkundig und dezidiert linke, antideutsche Politik.
und lässt einen Großteil des eigenen Volkes nicht nur außen vor, sondern bekämpft diesen Teil sogar aktiv. Und das haben die Leute insbesondere bei den Corona-Maßnahmen deutlich gesehen. Und deswegen empfinden sie das System natürlich auch als Gegner von sich selbst, ne? Und da kann ich die Leute schon verstehen, dass die sagen, nee, habe ich keinen Bock mehr zu. Ich habe einfach gar keinen Bock mehr auf das gesamte System. Und im Moment befinden wir uns ja in so einer Situation, wo alles kulminiert. Alles läuft irgendwie an einem Punkt zusammen. Inflation, alles ist teuer wie Sau. Die Leute haben keine Perspektive mehr. Die Kinder werden in den Schulen von Ausländerhorden gemobbt. Und alles, das ganze Leben ist einfach irgendwie nur noch beschissen. Und dazu gehören natürlich auch die Parteien. Weil du eben angesprochen hast, die Umbenennung, das ist ja auch ein Teil dieses Konzepts, unabhängig davon, wie gut oder schlecht oder wann das jetzt wie gut oder schlecht funktionieren mag, hatten wir damals schon gesagt, also wir brauchen etwas, das dem Zustand Rechnung trägt, dass die Zeit der Parteien eigentlich vorbei ist, so wie wir sie jetzt kennen. Deswegen wollen wir unsere Bewegung zu einer Antiparteienbewegung machen. Wir wollen also offensiv deutlich machen, dass wir überhaupt gar nicht zu diesem Parteienkartell gehören wollen. Wir wollen eine Bewegung des Volkes sein und wollen nochmal exemplarisch herausstellen, dass es uns nicht jetzt in erster Linie um unsere Partei geht. Die Partei ist nur ein Mittel zum Zweck, sozusagen die notwendige Organisationshürde, die wir nutzen, um uns zu organisieren, aber der Adressat, den wir erreichen wollen, das ist das Volk. Und zwar das gesamte Volk und nicht irgendeine Klientelkacke. Klar, wir buhlen jetzt nicht um die Stimmen irgendwelcher Frauen, die sich oder Männer, die sich Röcke anziehen und glauben, sie wären eine Frau. Aber im Großen und Ganzen geht es uns um eine Politik für das Volk. So. Und deswegen finde ich das gut, dass wir heute darüber sprechen, weil ihr das ja auch exemplarisch vorlebt, ne? Dass ihr auch sagt, Parteien sind Parteien, lasst es Parteien sein. Wir haben uns hier zusammengefunden, um quasi einig das Beste in unserem Landkreis rauszuholen. Und gerade auf kommunaler Ebene, da wo die Leute ja noch Personen wählen. Die wählen ja nicht eine Partei, ne, sondern sind ja Personenwahlen. Genau. Da sind Parteien auch einfach zweitrangig in dem Moment. Ja, also die Leute vor Ort vertrauen dem Handwerksmeister, der da auf einer Liste steht und nicht dem Mitglied der SPD in diesem, ne, ja, Beispiel. Also ja, und wir schauen einfach, was dabei herumkommt und wir sind da guter Dinge. Aber zu den ganzen verrückten Männern, die Röcke tragen und so, wenn ihr uns trotzdem eure Stimme gibt in der Wahlkabine. Das ist so ein bisschen wie Ablasshandel, ja? Euch wird vergeben werden. Vertraut mir, das wird alles gut werden. Genau. Jede Stimme zählt und wir lehnen keine Stimme ab. Um Gottes Willen, niemals. Also, Fraktionsgeschichte haben wir soweit abgehandelt. Wir schauen uns gleich mal auf eurer Facebook-Seite an, was ihr bisher so gemacht habt. Es gibt da ein paar witzige Sachen, die ich unseren Zuschauern noch zeigen will. Du kannst die, glaube ich, jetzt selbst nicht sehen, aber ich habe die Latenz jetzt eigentlich so eingestellt, dass es relativ zügig auch übertragen wird. Also du kannst es ruhig dir angucken, solltest dann halt nur, ja. Ich komme auf meinen zweiten Bildschirm, ansonsten weiß ich so ungefähr, was ich so alles schreibe. Alles klar. Aber bevor wir da hinkommen, wollen wir natürlich noch mal ein bisschen auf die Wählergruppe selbst eingehen, nämlich auf die Bezeichnung. Wie seid ihr darauf gekommen und was war der ausschlaggebende Punkt, euch Wählergruppe Heimat und Identität zu nennen? Also, da muss ich dazu sagen, ich bin ja erst Fraktionsgeschäftsführer der Fraktion geworden, einen Monat nachdem sie gegründet worden ist. Das heißt, mit der Namensnennung haben ich und auch Stefan Köster nichts zu tun gehabt. Aber die Grundidee war, zum einen nach außen zu zeigen, wofür steht man? Für die Heimat und für die eigene Identität. Das sind die Kernpunkte unseres politischen Handelns. Und der zweite Aspekt dabei war, nämlich die Volksfeinde im Kommunalparlament. Jedes Mal, wenn wir einen Antrag stellen, wenn wir Rederecht bekommen, wenn es irgendwie um uns geht, müssen sie diese beiden Worte in den Mund nehmen. Heimat und Identität. Und das
scheuen die ja wie der Teufel das Weihwasser. Ja. Die haben eine Zeit lang versucht, das abzutun mit hier die Rechtsaußen der Hui, also da haben sie Heimat und Identität abgekürzt, haben uns entsprechend gegen positioniert und haben das auch der Presse mitgeteilt. Wir sind nicht Hui, sondern wir sind Heimat und Identität. Ja. Und das sind im Grunde genommen die beiden Kernpunkte gewesen, warum der Name gewählt worden ist. Ja. Ja, das ist ja, ich sag mal, das ist auch einer der Gründe, warum wir uns die Heimat genannt haben als Partei, weil wir, also ich will jetzt nicht wieder die ganze Geschichte aufrollen, aber am Anfang haben wir auch den Fehler gemacht und haben gedacht, ja, was klingt denn toll? Was klingt toll, was wird unserer Weltanschauung gerecht? Und irgendwann haben wir gesagt, nee, so können wir an die Sache nicht rangehen, sondern wir müssen da schon auch ein bisschen strategischer uns aufstellen und ein paar Variablen, Dinge, Blickwinkel und so in Betracht ziehen. Und dann war auch einer der Punkte, dass wir gesagt haben, also der Begriff Heimat, der ist zwar jetzt, ich sag mal, wie soll ich sagen, es ist zwar ein weicher Begriff, es ist jetzt kein harter Begriff, aber ist relativ weich. Aber uns ist nichts eingefallen, wie man diesen Begriff irgendwie schlecht reden könnte. Es geht einfach nicht. Jeder hat, wenn er Heimat hört, einen positiven Bezug. Jeder stellt sich irgendwas Positives vor. Es gibt einfach nichts Negatives. Und der zweite Punkt war natürlich auch, dass wir gesagt haben, ja, wenn die über uns reden wollen, dann müssen sie ständig über Heimat sprechen. Und es gibt ja auch unendlich viele, die Grünen und die CDU auch und alle anderen quasi, auch viele Konzerne haben ja oft mit dem Begriff Heimat geworben. Es gibt ja auch eine größere Kette, die das öfter mal benutzt, diesen Namen. Und das war natürlich auch mit ein Hintergedanke, dass wir gesagt haben, also dieser positive Begriff, der soll in Zukunft für uns stehen. Und immer wenn sonst in irgendeinem anderen Kontext von Heimat gesprochen wird, wird man natürlich auch in gewisser Weise an uns denken. Ja, jetzt muss man natürlich trotzdem diesen Begriff auch mit uns in Zusammenhang bringen und publik machen. Da haben wir aber von Anfang an gesagt, also der Parteitag ist ja jetzt dreiviertel Jahre her, haben wir immer gesagt, dass das natürlich kein Sprint wird, sondern das ist ein Vorhaben, das sozusagen ein Marathon ist und dass wir uns da Zeit rausnehmen. Genau, Heimat und Identität. Was ist Heimat denn jetzt überhaupt? Was bedeutet Heimat? Was bedeutet Heimat? Unter der Heimat kann ja, wie du es gesagt hast, es ist ein weicher Begriff, es ist ein weit gefasster Begriff. Prinzipiell kann da ja jeder drunter verstehen, was er reininterpretiert. Für mich und auch für unsere Wählergruppe, für unsere Fraktion, für die Mitglieder ist Heimat der Ort, an dem wir leben, an dem wir leben können, so wie wir sind, wo wir uns als deutsche Menschen nicht erklären müssen. Das ist Heimat. Ja, das ist der Fleckenland, den unsere Vorfahren mit Blut und Schweiß beackert haben, den sie verteidigt haben, für den Millionen Menschen ihr Leben ließen. Und das ist einfach das Land, das wir besiedeln und das wir an unsere nachfolgenden Generationen weitergeben möchten, mit dem Ansinnen des Erhaltes eben dieses Stückchen Erdes, auf dem unseresgleichen lebt. Ja. Ja, das sind auch die beiden Punkte, die ich als wesentlich herausheben würde. Erstens, dass dieser Begriff, also einmal im sozusagen im propagandistischen Sinne, dass er eine große Projektionsfläche bietet, weil einfach jeder darin sehen kann, was er will. Der eine sagt, Heimat ist Deutschland, der andere sagt, Heimat ist, was weiß ich, meine Heimatregion, ist meine Landsmannschaft oder das ist jetzt meinetwegen auch nur mein Verein oder weiß der Deubel was, mein Gartenverein, den ich als Heimat betrachte. Insofern ist der Begriff sehr offen. Er grenzt erstmal nicht aus. Ja? Er ist also nicht unbedingt exklusiv, sondern er lädt erstmal ein und jeder kann sich darin wiederfinden. Und das andere ist natürlich, dass er auf der einen Seite also offen ist und Projektionsfläche bietet und auf der anderen Seite aber auch einen ganz bestimmten, ein starkes Verantwortungsbewusstsein auch zeigt, weil, du hast es vollkommen richtig beschrieben, Heimat ist natürlich auch das, was wir von unseren Vorfahren übernehmen, mit dem wir verantwortungsbewusst umgehen müssen und auch in der Verantwortung stehen, das an unsere Nachkommen weiterzugeben.
möglichst so, wie wir es bekommen haben, bestenfalls natürlich auch etwas besser als so, wie wir es übernommen haben. Und das ist ja auch die Katastrophe unserer Tage, dass diese Regierung oder diese Regierungen der letzten Jahrzehnte ja augenscheinlich alles daran setzt, unsere Heimat zu zerstören. Mit allem, was dazugehört. Mit dem Volk, das darin lebt, mit der Sprache, die wir sprechen, mit der Kultur oder den Kulturen, die wir leben. Alles das wird negiert, eingeebnet und verschwindet mit der Zeit. Und die einzige, also klar, aus unserer Sicht die einzige Partei, die das mit Nachdruck verteidigt, das ist die Heimat. Und deswegen haben wir uns diesen Begriff ja auch unter anderem gewählt. Und deswegen verteidige ich den auch. Weil ich auch gerade jetzt im Chat wieder lese, fand NPD gut. Ja, das ist schön. Wir fanden NPD auch nicht schlecht, nur es bringt halt nichts, wenn alle anderen den schlecht finden. Ja? Am Ende ist es natürlich auch eine Marketingentscheidung, logisch. Ja, also ich finde auch ganz viele andere Parteinamen ganz toll, aber es muss halt auch immer der Zeit angepasst sein. Und einiges funktioniert halt nicht und hat sich einfach überlebt. Das ist einfach so. Ja. Ja, Kamerad Schmenderle aus dem Chat sagt, wir werden die Assoziation mit dem alten Namen nicht los. Gut, das muss man halt sehen. Man muss ja aber auch sagen, die NPD, also unsere Partei, die vorher NPD hieß, musste natürlich ja auch den Mut zusammenbringen und diesen Befreiungsschlag zumindest wagen. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir bei dem alten Namen geblieben wären, es überhaupt keine Möglichkeit mehr auf Verbesserung gegeben hätte und die Chance, überhaupt noch was zu erreichen, lag unter anderem halt darin und deswegen war der Schritt notwendig. Also es kann natürlich, aber das habe ich auch immer gesagt, das habe ich auch öffentlich immer gesagt, wir wissen natürlich nicht, ob das funktioniert, ob das uns am Ende weiterbringt, aber was uns auf jeden Fall nicht weitergebracht hätte, wäre einfach beim Alten zu bleiben. Und deswegen wäre es auch verantwortungslos gewesen und deswegen habe ich und ihr in Mecklenburg und Pommern euch ja auch maßgeblich dafür eingesetzt, dass wir uns umbenannt haben. So, jetzt wollen wir aber nicht weiter über die Partei sprechen. Wir sind ja bei euch, bei der Fraktion und wären damit im Grunde auch beim zweiten Begriff. Heimat haben wir. Dann müssten wir natürlich noch über den Punkt der Identität sprechen. Da ist es wie bei der Heimat. Identität findet ja auf ganz verschiedenen Ebenen statt. Also die eigene persönliche Identität, als was identifiziere ich mich? Identifiziere ich mich als Deutscher, als Europäer, als Mecklenburger, als Saarländer? Identifiziere ich mich als Patriot, als Nationalist, wie auch immer? Aber im Grunde genommen bedeutet ja Identität auch immer identifizieren, also sich selbst erkennen. Ja. Und diese Selbsterkenntnis erst einmal wieder für jeden persönlich in dieser heutigen Zeit herauszufinden und herauszuarbeiten, wer bin ich und warum bin ich, wer ich bin. Ne? Mhm. Es ist ja kein gottgegebener Zufall, dass ich jetzt gerade das große Glück hatte, in Mecklenburg geboren worden zu sein, sondern das ist ich bin der letzte Punkt einer Kette von Entscheidungen meiner Vorfahren. Ja. So wie jetzt meine Kinder oder mein Kind der nächste Schritt in genau, dieser Kette ist. Ganz genau. Endlich. Und diese Identität, dieses Selbstverständnis für sich selbst herauszuarbeiten und für sich zu definieren, das sehen wir auch als maßgeblich an. Denn nur wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich ja auch wissen, was ich will und was ich machen will, was ich politisch tun will, was wichtig ist für den Erhalt meines Selbst und für den Erhalt der nachfolgenden Generationen. Ja, hervorragend. Endlich sagt das mal jemand genauso, wie ich es auch formulieren würde, obwohl ich das Gespräch natürlich auch immer wieder in diese Richtung lenke und dass dieses Themengebiet auch immer wieder anschneide, hat das bisher eigentlich noch niemand geschafft, so vernünftig zu formulieren wie du gerade. Ich habe ja mal einen Film dazu gemacht, warum es eben kein Zufall ist, dass man in ein Volk geboren ist, sondern es ist schlicht und ergreifend nicht anders möglich gewesen, weil ich halt nur der Nachkomme meiner Eltern sein kann. Meiner Eltern, die ihrerseits eben auch
Mitglied dieses Volkes sind oder diesem Volk angehören. Deswegen kann es nicht anders gehen. Und dieses ganze Zufallsgeschwafel des politischen Gegners, das ging mir schon immer richtig auf die Nerven. Aber gut, das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich, aber wunderschön den Begriff der Identität herausgearbeitet. Also Heimat und Identität, das hatten wir ehrlich gesagt auch eine Zeit lang als Parteinamen im Sinn, fanden das dann aber als bundesweite Partei für zu lang. Ja. Für eine Kreistagsfraktion finde ich es gut, also mir gefällt es sehr gut. Mir würde jetzt wahrscheinlich auch gar kein besserer Name einfallen, weil er die beiden Kernbestandteile beinhaltet. Übrigens auch zwei, na, Heimat und Identität deckt so ein bisschen das Gleiche ab. Wir haben im Parteiprogramm ja auch unseren politischen Dreiklang aus nationaler Souveränität, Identität und Solidarität. Und da wird ja zumindest, sag mal, einer oder eineinhalb Punkte gut abgedeckt. Wenn ich da so eine ganz kleine Schote aus der realen BRD zu erzählen kann, zu dieser ganzen Namensgeschichte. Wir haben vielleicht das Problem, dass wir unter Heimat und Identität nicht antreten dürften. Denn, so sagt es die Verwaltung, es gibt ja eine bundesweite Partei, die heißt Die Heimat. Und damit wäre ja der Souverän in diesem Land, also der Bürger, der wählen geht, total verwirrt, weil der kann ja gar nicht zwischen Heimat und Identität und Die Heimat unterscheiden. Ach nee, komm mir auf. Ja, das ist wirklich so. Das ist auch Kameraden in Nordwestmecklenburg so gegangen. Da haben die genauso argumentiert und da hat der Wahlausschuss gesagt, nee, das geht nicht. Ihr könnt nicht als Heimat antreten. Ne? Die waren auch ein Wähler oder sind eine Wählergruppe Heimat. Das geht nicht. Da ist der Souverän im Land ja total verwirrt, weil die sind ja alle doof. Die können ja alle nicht lesen. Bei uns, dadurch, dass es ja drei Worte sind und keine Abkürzung gibt, sollte das eigentlich so hinhauen. Ansonsten habe ich schon den Tipp von einem hochrangigen Verwaltungsbeamten erhalten, der sagte, wenn das so passiert, verklagen Sie sofort das Land Mecklenburg-Vorpommern. Zögern Sie nicht, verklagen Sie sofort, das ist totaler Schwachsinn, was die hier machen. Also ich bin gerne bereit, euch dann noch Empfehlungsschreiben auszustellen, dass ihr euch so nennen könnt. Okay. Also der Staat versucht alles. Ja, vor allem, die wissen doch, wer ihr seid. Ja, natürlich, genau das. Ja, die mögen uns aber auch nicht so wirklich in der Verwaltung. Wieso das denn? Ihr seid doch total nett. Eigentlich sind wir total dufte Typen, aber dieser ganze SPD-Klüngel um unseren Sonnenkönig von Landrat, der hat irgendwie ein Auge auf uns geworfen. Also ich weiß auch nicht, was wir gemacht haben, aber ja, die mögen uns so gar nicht. Und solange die uns nicht mögen, weiß ich, wir machen genau die richtige Politik. Aber wo wir gerade bei der SPD sind, mal kurzen Schwenker zum anderen Thema. Ich blende das jetzt gerade mal ein. Du kannst es jetzt leider nicht sehen. Jetzt muss ich das Video hier wegmachen, ist aber egal. Wir machen das mal kurz weg. Jetzt muss ich hier schnell den... Das... Wie kann man jetzt... Ich weiß schon wieder nicht, wie man Browser nennen kann. Sichtfenster oder was hier? So, also ihr seht das jetzt alle. Das ist die Heimat... die Wählergruppe Heimat und Identität bei Facebook. Muss ich mal gerade suchen, weil du gerade SPD gesagt hast. Oh, jetzt muss ich nachher wieder komplett runterblättern. Du hast ein Bild eingestellt mit dem aktuellen Buch, hier ist es, von Matthias Brotkorb. Ist ja auch ein Sozialdemokrat. Eigentlich ist Matze einer von uns, der weiß es nur noch nicht. Ja gut, ich würde es jetzt aus bestimmten Gründen nicht so flapsig formulieren, aber gut. Einer von uns, ein Deutscher natürlich, also ja, was denn sonst? Ja, er ist ein Deutscher, zweifellos, davon gehe ich jetzt mal aus. Aber hast du das Buch gelesen, Gant? Ich habe das Buch ganz gelesen. Wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz Matthias Brotkorb bisher noch nicht beobachtet hat, dann jetzt, definitiv. Also das ist auch wirklich eine Leseempfehlung für jeden, der sich politisch interessiert, dieses Buch zu lesen. Das ist großartig herausgearbeitet, warum der Verfassungsschutz abgeschafft gehört. Toll, also wirklich toll. Der Mann ist Philosoph, das merkt man einfach. Der ist gebildet, der weiß, wovon er redet. Und er ist nicht darauf angewiesen, innerhalb der SPD irgendwelche Posten noch zu erhalten. Der ist ja komplett durchgerauscht vom Landesminister und ich meine, er war hier auch im Landesvorstand gewesen.
Ja. In Mecklenburg-Vorpommern. Der ist komplett durchgerauscht, der hat keine politischen Ämter mehr, aber der hat immer noch Biss und Durchblick. Und ja, und was ich dazu vielleicht so als kleine Nebenwerbung auch empfehlen kann, es gibt den Podcast vom Cicero-Magazin und da macht Matthias Brotkorb die Jahresrückblicke. Ja. Wenn ihr wirklich euch unterhalten möchtet und auch mal lachen wollt in diesen politischen schweren Zeiten, hört euch diese Jahresrückblicke mit Matthias Brotkorb an, wie der über seine eigenen Genossen und über dieses ganze System hier herzieht. Das ist einfach, das ist göttlich, das ist wirklich toll. Ja, ja, ich glaube auch, ich habe das Buch noch nicht ganz gelesen, so ungefähr in der Mitte bin ich, ich bin nicht weitergekommen bis jetzt. Es ist schon, also er hat sich einfach so eine offene Art bewahrt, ja, er ist nicht oder sag mal, nicht oder nicht mehr in diesem Hamsterrad drin, wo du dich ständig genötigt fühlst, deinen eigenen Leuten nach dem Maul zu reden und dich ins Gefüge einzubringen. Hat Matthias Brotkorb ehrlich gesagt auch als Minister nie gemacht. Aha. Ich will den jetzt nicht mit einem Heiligenschein versehen. Der war jahrelang oder ist immer noch SPD-Mitglied und ist damit auch an den Zuständen in diesem Land mitverantwortlich. Aber ich habe ihn ja kennengelernt, als er noch Bildungsminister war in Mecklenburg-Vorpommern und ich Mitarbeiter in der NPD-Fraktion im Schloss war. Da habe ich Brotkorb kennengelernt. Der hat sich nie die Butter vom Brot nehmen lassen. Der hat sich nie reinquatschen lassen. Der hat immer seinen Stremel gemacht und den auch verteidigt. Also der war nie jemand, der anderen Leuten nach dem Mund geredet hat. Das muss man wirklich sagen. Ja, ja. Ich weiß noch, ich habe ja zum ersten Mal, bin ich in Mecklenburg, also ich sag mal, aktiver gewesen im Wahlkampf. Rechts, ne? Genau. Also er ist auch Marxist, quasi im ersten politischen Leben. Also wie gesagt, einen Heiligenschein hat er nicht verdient, aber er ist ein gerader Typ. Ja, ja, genau. Das wäre jetzt nämlich so ein bisschen meine Anschlussfrage gewesen. Ich weiß, du bist jetzt wahrscheinlich kein Matthias Brotkorb-Spezialist oder wirst jetzt nicht seine Biografie schreiben, aber wie legt man... Oder hat er überhaupt einen Wandel hingelegt, politisch? Oder gab es jetzt, denkst du, da gab es irgendwie so einen Moment, wo er gesagt hat, nee, also hier stimmt was nicht? Oder? Ja, also er ist ja gebürtiger Rostocker, ist ja hier aufgewachsen in Mecklenburg, ist ja auch sozialisiert und politisiert worden. So, er ist ja irgendwann Marxist geworden. Ne? Nobody's perfect. Dann ist er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach Wien gegangen und hat dort weiter Philosophie studiert, kam wieder und ist hier in die Landespolitik eingetreten. Ja. Und ich glaube, diesen Wandel, den er durchgemacht hat, der muss zu diesen Corona-Maßnahmenzeiten gewesen sein, weil darauf bezieht er sich ja auch ganz explizit in seinem Buch. Ihn haben vor allen Dingen diese massiven Grundrechtseinschnitte so angestunken. Und er sagt, Ich versuche es mal mit meinen einfachen Worten wiederzugeben. Der Staat wird immer autoritärer und greift immer mehr in die Grundrechte und in die Privatsphäre seiner Bürger ein. Ja. Und das kann nicht demokratisch sein. Also Matthias Brotkorb ist, glaube ich, wirklich Demokratie-Extremist. Der glaubt wirklich an die parlamentarische Demokratie als das beste und tollste politische System, das es auf Gottes grünen Erden rund nur geben kann. Ja. Das sei ihm auch gegönnt. Er begründet das auch gut. Er vertritt das auch wissenschaftlich und nicht nur ideologisch. Ja. Und ich glaube, diese Corona-Maßnahmenzeiten werden ihn einfach so richtig, richtig angestunken haben. Ich glaube, das ist bei vielen so gelaufen, ne? Ich glaube, da war bei ganz vielen, die Corona-Maßnahmen waren ein entscheidender Punkt. Insbesondere, das sehe ich ja oft bei Twitter und auf anderen Plattformen, bei ehemaligen oder nicht ehemaligen, sondern dezidierten liberalen Libertären, die sich früher immer irgendwo bei der FDP oder so gesehen haben oder irgendwo zwischen FDP und CDU, die gesagt haben, nee, also das hat einfach alles nichts mehr mit Freiheit zu tun. Das kann ich einfach nicht mehr mitmachen. Ich glaube, die FDP hat besonders stark gelitten und auch jetzt in der Regierung, insbesondere durch die Maßnahmen zu Beginn, hat die FDP auch gesagt, ja, wir machen jetzt das und wir stellen uns dagegen und tralala und nachher haben sie alles mitgemacht, ne, haben alles abgesegnet und sind bei jeder Entscheidung quasi umgefallen. Und wer halt wirklich für Freiheit steht, der kann das nicht mitmachen. Das ist aber auch, sag ich mal, ich habe die Diskussion ja auch oft in eigenen Kreisen, bei uns innerhalb, in der Partei, in unserem rechten, sag ich mal, Milieu, wo Leute eigentlich ständig gegen
in Anführungszeichen Liberale schießen, also die doofen Liberalen, dann aber gleichzeitig bei Maßnahmen wie den Corona-Geschichten sagen, das darf der Staat nicht. So darf er nicht ins private Leben eingreifen. Wo ich mir auch manchmal denke, da brauchen wir vielleicht hier und da auch noch sowas wie eine Findungsphase, weil man kann halt nicht sagen, ich will jetzt in dieser Situation nicht, dass der Staat eingreift, aber wenn ich an der Macht wäre, dann wäre es halt in Ordnung. Also der Staat darf dann eingreifen, wenn er so eingreift, wie ich das will. Das funktioniert halt nicht. Und das ist auch was, also jetzt nicht nur auf Brotkorb bezogen, aber das ist wirklich bei ganz, ganz vielen so gewesen, dass sie einfach sagen, na, der Staat kann doch jetzt nicht einfach mich hier in meinen Grundrechten, in meiner Freiheit auch nur im Ansatz einschränken. Genau. Doch kann er. Das Problem ist nur, dieser Staat oder die Staatsführung, ich spreche denen ab, dass die sich noch auf denselben demokratischen Boden bewegen wie die Gründer oder die Väter des Grundgesetzes, wie es ja immer so wunderbar heißt. Der Staat wird immer restriktiver und er wird immer autoritärer. Aber sie sagen es nicht. Ja? Also sie halten ja immer noch ihre demokratische Maske hoch und verstecken es hinter ihrem Parlamentarismus. Wenn der Staat sagen würde, hört mal zu, dieser ganze Parlamentarismus, diese ganze Palaberbuden, das brauchen wir nicht mehr. Wir bestimmen jetzt hier, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Und wenn wir euch verbieten, zu zweit auf der Bank zu sitzen, dann machen wir das. Ja. Das würde ich viel ehrlicher finden als diese scheinheilige Geschichte, die diese BRD heutzutage abzieht. Ja, klar, das wäre ehrlicher. Aber die Frage ist ja, würden wir es eher akzeptieren? Oder wäre es vorbildlich für einen Staat, den wir anstreben? Das ist ja die Frage. Also das ist ja die Frage, die man sich am Ende stellen muss. Will ich einen autoritären Staat? Ja oder nein? Und da bin ich der Meinung, also das tut mir auch leid, wenn ich da vielen eigenen Leuten öfter mal in die Parade fahren muss, aber da kann ich mir die Rosinen halt nicht rauspicken. Also entweder ich bin Etatist und ich will einen autoritären Staat oder ich will ihn eben nicht. Ja, und dann kann ich nicht sagen, ich will den autoritären Staat nur deswegen nicht, weil er mich jetzt bescheißt oder weil er jetzt nicht der Staat ist, den ich will, sondern entweder ich will Autorität oder ich will sie nicht. Man kann natürlich sagen, dieser Staat, der ist so dilettantisch und bösartig gegen uns selbst, da lehne ich das kategorisch ab, ist natürlich auch nachvollziehbar. Aber an und für sich wäre ich für eine autoritäre Staatsführung. Gut, die Meinung kann man natürlich vertreten. Ja, natürlich. Also ich bin auch ein großer Verfechter eines starken Staates und eines autoritär geführten Staates. Und das Grundproblem in der Bundesrepublik Deutschland ist ja die, dass ja das gesamte Staatswesen nicht auf weltanschaulichem Fundament steht, sondern auf beliebigen Ideologien, die hier volksfeindlich sind, ja, und die auch ausgetauscht werden können, je nach Großwetterlage. Mhm. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ich glaube wirklich, ein autoritär geführter Staat, ein starker Staat, kann durchaus funktionieren. Das sehen wir ja auch in anderen Weltteilen oder in anderen Ländern auf dieser Welt. Das kann funktionieren. Die Menschen müssen halt nur dahinter stehen. Und es muss eine klare Linie erkennbar sein. Aha. Gut, so, jetzt machen wir Folgendes. Wir sind jetzt gleich schon seit einer Stunde dabei. Ich will die Leute jetzt nicht, also ich habe jetzt hier wieder umgeschaltet. Ich muss das kurz ändern. Mal wieder das Sichtfenster einführen hier. Und dann schauen wir uns mal kurz, das haben wir alle schon gesehen. Ach so, das finde ich auch gut hier. Das ist, ja, du kannst es jetzt, wie gesagt, nicht hören. Und zwar ist das, die Christdemokraten gehen auf Stimmenfang mit Anti-Asylpolitik. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Ich glaube, du kannst das nicht hören, das dauert knapp 3 Minuten. Ich habe Video gemacht, ich glaube, ich weiß, was ich gesagt habe. Ja, alles klar, also hörst jetzt erstmal 3 Minuten nichts. Aber für die Zuschauer, nee, hier sind sie, Zuschauer, mal zuhören. Sind wir alle zusammen hageldumm? Schlafen wir mit den Beinen in der Steckdose? Laufen wir mit dem Kopf vor die Wand? Schlafen wir mit dem Bein in der Steckdose? Wo hast du das her? Also, ich frage für die CDU. Ja, die CDU im Landkreis Ludwigslust-Parchim, weil ich glaube, die sind der Meinung, dass wir alle ein bisschen dämlich sind. Es ist kurz vor den Kommunalwahlen. Ja, im Sommer, am 9. Juni, werden Kreistag und Gemeinderäte bei uns in unserer Heimat neu gewählt. Und mit einmal findet die CDU ihr patriotisches, ihr nationalistisches Herz
und kommt mit Anträgen gegen die gegenwärtige Asylsituation bei uns im Landkreis Ludwigslust-Parchim um die Ecke. Ganz konkret geht es darum, am 7. März ist Kreistagssitzung und die Christdemokraten haben gleich 3 Anträge auf die Tagesordnung gebracht, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Die wollen ganz tolle Sachen, es soll Bezahlkarten für Asylanten geben, die Grenzen müssen besser bewacht werden, es soll eine Arbeitspflicht für irgendwelche Eingewanderten geben und, und. Das mag sich ja alles ganz toll anhören, aber ich erinnere mich mal gerade 9 Jahre zurück, da saßen diese ganzen Pappnasen der Christdemokraten auch schon in politischer Verantwortung und haben die unsägliche Migrationspolitik einer Angela Merkel wortlos mitgetragen. Die folgenden Jahre bis heute tragen die jede Entscheidung zur Errichtung von Asylheimen bei uns im Landkreis mit. Die tragen jede Entscheidung mit, wenn es darum geht, dass wieder Millionen für die Bewirtung, Bewachung, Betreuung, medizinische Versorgung und sonstige Leistungen für Illegale rausgeworfen werden. Das tragen die alles mit. Und jetzt, kurz vor der Wahl, sagen sich die Christdemokraten, wir glauben, der Wähler, der Bürger, der Souverän in diesem Land ist einfach dämlich. Und jetzt erzählen wir denen mal, dass wir auch total gegen die geltenden Asylgesetze sind und dass wir Einwanderung auch gar nicht so toll finden. Und dann geben die uns alle ihre Stimme im Juni bei der Kommunalwahl. Und da frage ich mich, merken die es eigentlich noch? Ganz besondere Grüße gehen dabei raus an Herrn Rosenkranz aus Neustadt-Lewe, ja, der CDU-Mann, der jedes Jahr fast 1 Million Euro Steuergelder erhält, weil er irgendwie 10, 20 angeblich minderjährige Ausländer betreut. Darum geht's denen nämlich. Vorne rum predigen sie Wasser und hinten rum saufen sie Wein. Naja, Demokrat bleibt halt Demokrat. Ja, Adrian, das haben wir uns jetzt gerade angesehen. Und zwar geht es da um die Verlogenheit der, muss kurz umschalten, es geht um die Verlogenheit der Altparteien oder der Vertreter der Altparteien, wo du berechtigterweise die Frage stellst, ob die Leute oder ob die, also die CDUler eigentlich Lack gesoffen haben und denken, dass wir vollkommen bescheuert sind. Also ich weiß, Wählerbeschimpfung ist nicht das Optimum, das man als Politiker betreiben kann, aber man muss ja manchmal schon auch fragen, also was, einmal natürlich die Politiker, die uns für doof halten, aber dann muss man ja auch sehen, dass es offenbar immer noch genügend Leute gibt, die entweder immer noch Stammwähler bei diesen Volksverrätern sind oder ihnen immer wieder auf den Leim gehen. Also, dass wir es auch mit einem Wähler zu tun haben, der ein extrem kurzes Gedächtnis hat und offenbar schon vergessen hat, wer 2015 die Grenzen geöffnet hat und wer seither auch eine Politik der Kultur- und Heimatzerstörung betreibt. Ja, ich kann da ein Beispiel geben aus meinem privaten Umfeld, das ist noch gar nicht lange her. Es wird ja immer politisch, ne? Wenn du mit Leuten zusammensitzt, irgendwie abends beim Grillen und dann trinkst ein Bierchen, dann wird es ja immer politisch. Und dann musste ich mir von einer, ist schon eine Dame im etwas gesetzteren Alter, anhören, ja, also die Zustände heutzutage, das ist ja fürchterlich, aber unter Merkel hätte es sowas nicht gegeben. Ja, genau. Dann muss man sein Bier austrinken, dann muss man sagen, du, ich habe nur zu Hause was zu tun, ich muss los. Also da bist du wahnsinnig bei. Verrückt. Und das kollektive Gedächtnis reicht einfach nicht weit genug zurück, damit die Leute sich daran erinnern, dass es genau diese Typen sind von CDU und SPD und Grünen und FDP, die seit Jahren und Jahrzehnten an der Macht sitzen, dass die für diese Zustände verantwortlich sind. Ja. Das ist Wahnsinn. Man verzweifelt manchmal daran, ne? Ich habe jetzt gerade eine Frage im Chat. Erstmal vielen Dank an Christian. Und zwar lautet die Frage, angenommen eure Antiparteienbewegung ist extrem erfolgreich, dann sehe ich in der Endstation immer noch eine Partei, entweder eure eigene oder eine, mit der ihr euch identifizieren könnt. Ja, natürlich braucht man trotzdem, um wirkmächtig zu sein, eine Organisation, ja, die strukturiert ist, die hierarchisch aufgebaut ist. Aber uns geht es ja darum, die Parteien in der Gestalt oder den Staat der Gestalt zu reformieren, dass
das nicht mehr passieren kann, was Professor von Arnim gesagt hat, nämlich, dass sich die Parteien den Staat zur Beute gemacht haben. Wir wollen, dass die Parteien nicht mehr Hort von Korruption sind, so dass sie das Volk quasi verraten, um selbst Vorteile daraus zu ziehen. Das ist der Punkt, um den es geht. Es geht nicht darum, dass wir sagen, es dürfe überhaupt keine Organisationen mehr geben. Das Problem ist, dass der Bürger oder dass ein großer Teil der Bürger das Vertrauen in den Staat verloren hat, das Vertrauen in die Parteien verloren hat und die Parteien und die Politiker nicht mehr als ihre Stellvertreter sehen. Normalerweise soll es ja so sein, dass Politiker, die wir wählen, die Parteien, die wir wählen und die Abgeordneten, die wir dann in die Parlamente entsenden, darum geht es ja in der repräsentativen Demokratie, dass sie unsere Interessen dort vertreten und sich für uns in den Parlamenten stark machen und das umsetzen, was das Volk oder was das Beste für das Volk, also nicht was das Volk will, das ist eine falsche Formulierung, sondern was das Beste für das Volk ist. Und darin haben die Bürger oder hat ein Großteil der Bürger einfach kein Vertrauen mehr. Und das muss irgendwie, ja, wie soll ich sagen, geheilt werden. Das funktioniert aber nicht, indem man es den anderen Parteien gleich tut, sondern man muss sehr deutlich sagen, schaut her, wir haben das Problem erkannt. Mit diesen Parteien in diesem System wird es nicht funktionieren. Wir stehen nicht auf der Seite des Systems, des Kartells, der korrupten Elite, sondern wir sind eine eigenständige Bewegung, die nicht das Ziel hat, die eigene Organisation zu bereichern, sondern wir wollen ein Mehr für das Volk, für den Bürger schaffen. Darum geht es. Das ist also, auf der einen Seite ist es natürlich eine rhetorische Geschichte, auf der anderen Seite ist es aber auch eine reale Umstrukturierung dessen, was wir heute als Parteien verstehen. Ja? Man muss natürlich auch dazu sagen, man muss sehr vorsichtig in diesem Bereich sein, weil wenn man jetzt sagen würde, wir wollten die Parteien beseitigen, dann stünden wir wieder in Karlsruhe. Das wollen wir also nicht. Wir sind ja selbst auch Partei. Auch wenn wir uns als Antiparteienbewegung verstehen, sind wir natürlich trotzdem noch eine klassische Partei. Wir wollen es aber anders organisieren und wollen zum Ausdruck bringen, und das tun die anderen Parteien nicht, sie verteidigen das, was sie sind, und wir sagen, das Parteiensystem, wie wir es kennen, hat ausgedient. Die Parteien sind korrupt. Sie haben sich den Staat zur Beute gemacht. Sie sind antideutsch. Sie sind Volksverräter. Sie verkaufen unsere Heimat an die ganze Welt quasi, stopfen unser Land voll mit Fremden aus der ganzen Welt, und dem wollen wir ein Ende bereiten. Und das möglichst volksnah, auf der Straße, direkt dort, wo der Bürger auch ist. Und darin liegt der entscheidende Unterschied. Dass wir am Ende natürlich trotzdem eine Organisation brauchen, die das wirkmächtig durchsetzt, das ist klar, das kann ja anders nicht funktionieren. Ne? Egal, wie man das organisiert, in einem Verein ist man halt schnell verboten, das ist das Problem. Eine Partei genießt einen besonderen Schutz in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen ist das nach wie vor die beste Organisationsform, die man wählen kann. Aber es geht vornehmlich halt um ein anderes Selbstverständnis. Das ist der Punkt, um den es geht. Wir verstehen uns selbst als Bewegung nicht als Klientelvertreter irgendwelcher Leute, nicht nur der Arbeiter oder nicht nur der Christen oder nicht nur von irgendwem, sondern wir verstehen uns als Vertreter des Volkes für ein besseres Deutschland. So, bevor ich mich jetzt stundenlang im Kreis drehe, machen wir mal weiter. Ich schalte noch mal kurz um. Außerdem, einmal richtig wählen und dann nie wieder. Dann hat sich das ja eigentlich auch alles erledigt, ne? Diese Fragerei. Genau. Ja. Ah. Genau. Also nur, weil es dann so gut ist. Natürlich ja. Wegen nichts anderem. Ja, natürlich. Also, ja, natürlich. Einmal wählen und nie wieder. Das ist ein schöner Spruch, ja. So, genau. Das haben wir uns jetzt angesehen. Wir haben kurz drüber gesprochen. Das Kurzzeitgedächtnis des Wählers, das ist meiner Ansicht nach wirklich ein großes Problem. Jetzt sehe ich hier gerade, ich schalte noch mal schnell den Browser ein, das Sichtfenster oder das Übertragungsfenster oder wie man es auch immer nennen will, ein. Da sehen wir hier zum Beispiel auch ein Bild, weil ich auch immer wieder nach ihm gefragt werde, mit Udo Pasteurs. Ist er denn oft bei euch? Wird oft nach Udo gefragt? Ja, nach Udo wird tatsächlich immer noch nach all den Jahren, wo er jetzt aus dem politischen Fokus mehr oder weniger ja verschwunden ist, immer noch gefragt. Udo ist zu jedem Stammtisch bei uns. Udo ist bei unseren Infotischen mit dabei.
Udo unterstützt uns, er macht und tut, er steht mit Rat und Tat zur Seite, natürlich. Alles klar, da müssen wir nämlich jetzt Folgendes machen, weil da werde ich auch schon seit, ich weiß gar nicht wie lange, gefragt. Musst du mal mit Udo klären, am besten, ich weiß nicht, ob du das bei ihm oder er zu dir kommt, machen. Es wird, also ich wäre bestimmt jede Woche zweimal gefragt, wann denn endlich auch Udo Pasteurs mal wieder in einem Plauderstrom ist. Dass wir das nochmal irgendwie organisieren. Jawohl, Auftrag erkannt, wird ausgeführt. Wunderbar, jetzt schauen wir nochmal weiter. Es gibt ja noch einen lustigen Beitrag. Also es gibt natürlich nicht nur lustige Sachen bei euch, sondern ihr macht tatsächlich hier auch ernsthafte Politik im Kreistag. Das sieht man hier an den vielen Beiträgen. Ich habe auch gesehen, genau hier, ihr habt auch, ich wurde ermahnt, ich soll immer schön ins Mikrofon sprechen. Ich habe so ein neueres Mikrofon, ich komme mit dem Ding nicht klar. Ihr habt ja auch so einen Beitrag, da geht es um Selbstverteidigung. Und zwar in Kooperation mit dem Verein Sportfreunde Griesegegend e.V. Was hat es damit auf sich? Das ist im Grunde genommen daraus gekommen. Diesen Sportverein gibt es schon mehrere Jahre. Der war eine Zeit lang inaktiv gewesen, weil die Leute einfach in größeren Vereinen organisiert waren. Aber diese Vereine, gerade im Bereich Kampfsport, Selbstverteidigung, die werden einfach überrannt von Ausländern. Ja, also da sind die Migrantenquoten genauso hoch wie an Grundschulen im Westen. Und Leute von uns wollen einfach dort ihre Jugendlichen, ihre Kinder nicht hinschicken. Also wurde dieser Verein reaktiviert und die machen Kampfsport-Training, Selbstverteidigungstraining und quasi ist das an uns herangetragen worden und dann hieß es, wollen wir nicht mal so einen Selbstverteidigungskurs machen? Da wurden zwei gemacht. In diesem Jahr soll es nochmal davon eine neue Auflage geben. Der wurde super angenommen. Also wir hatten vor allen Dingen viele, viele Frauen da gehabt, die sagen, du, wir fühlen uns nicht mehr sicher. Abends hier in der, auf der Straße, selbst bei uns in Ludwigslust oder Parchim, wo auch immer, fühlen wir uns nicht mehr sicher. Aber wir haben nichts, wo wir das irgendwie trainieren können. Ne? Die Vereine, wie gesagt, sind voll mit Ausländern, mit Migranten. Ja. Und dann haben wir einfach Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, haben das organisiert, mitorganisiert, also nicht eigenständig organisiert, sondern mitorganisiert. Aha. Und dann wurde dieser Selbstverteidigungskurs zweimal durchgeführt. War super. Ja, toll. Super. Tolle Sache. Zeigt auch, und das ist ja auch immer so eine Frage, mit denen Bürger oder Interessenten oft kommen, ja, was macht ihr denn eigentlich praktisch? Was habe ich denn für einen praktischen Nutzen davon, wenn ich euch wähle? Und das ist ja auch mal ein ganz konkretes Beispiel von vor Ort. Das ist jetzt also nicht irgendwas, was jetzt eine Landtagsfraktion machen würde oder die Bundespartei, sondern das ist jetzt was wirklich vor Ort stattfindet. Dort, wo man also auch direkt an den Menschen dran ist. Finde ich richtig gut, dass ihr das anbietet und dass man da auch sozusagen einen wirklichen erlebbaren Mehrwert hat, dass es euch gibt. In dem Zusammenhang vielleicht einmal gesagt, was ist der Vorteil? Also egal jetzt von uns, Wählergruppe Heimat und Identität oder von der Heimat, ich denke, ein ganz großer Vorteil, den wir als Nationalisten bieten können, ist Gemeinschaft. Ja. Dass man einfach unter seinesgleichen und unter Gleichgesinnten sich zusammenfinden kann. Ja, da sind wir wieder bei diesem Heimatbegriff. Man ist dort, wo man sich nicht erklären muss. Mhm. Wenn wir zusammensitzen bei unseren Stammtischen, muss sich niemand erklären. Man baut Gemeinschaften auf, man baut Netzwerke auf. Das ist halt das, was im Kleinen immer noch funktioniert. Ja. Perfekt. So, jetzt ich blätter jetzt mal gerade weiter. Und zwar, genau da ist es. Das fand ich letztes Jahr so witzig. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. Du wirst es wahrscheinlich wieder nicht hören. Und zwar geht es da um dieses Ding Golchener Hof. Da hast du auch eine Erklärung zu abgegeben. Die hören wir uns jetzt mal an. Die dauert allerdings ein bisschen länger, 4,5 Minuten. Und dann müssen wir uns noch 3,5 Minuten von diesem Kuhne anhören. Was verdammt witzig ist. Also das war eine Glanzleistung von Philipp Dacuna. Alles klar, da hast du jetzt erstmal ein paar Minuten Pause. Wir hören uns ja erstmal deinen Beitrag an und dann schauen wir uns zusammen dieses Video von dem Typen an. Also, Zuschauer, Achtung, zuhören.
Achso, Ton ist aus. Fraktion Heimat und Identität meldet sich mal wieder mit einer kleinen Videobotschaft hier aus unserer Geschäftsstelle in Ludwigslust, Parchim. Heute müssen wir mal wieder über die SPD reden. Ich weiß, es ist müßig, aber es hilft ja alles nichts. Denn auch der NDR berichtete gestern am 3.7.2023 über die SPD und wie die SPD es doch immer wieder versteht, staatliche Gelder in die Taschen ihrer Genossinnen und Genossen wandern zu lassen. Im Speziellen ging es darum, dass die SPD-Landtagsfraktion eine kommunalpolitische Infoveranstaltung mit Bürgerbeteiligung durchführte, und zwar im Golchner Hof. Golchner Hof, da mag es bei dem einen oder anderen klingeln. Der Begriff ist hier schon öfter gefallen, ob in diesem Videoformat, auf unseren Kanälen, in den sozialen Medien oder auch bei unserem Podcast Landsleute. Der Golchner Hof gehört dem SPD-Ehepaar Jörg und Christine Klingohr. Er, Wirtschaftspsychologe, coacht oftmals die Kreisverwaltung, die Landesverwaltung, aber auch gerne die Parteien und die einzelnen Organisationsstrukturen eben dieser. Besser bekannt ist Jörg als Bauer Kohl aus dem Radio. Christine Klingohr ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion der SPD und ist auch Mitglied hier bei uns im Kreistag Ludwigslust-Parchim und hier Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses. Man sieht, die sind gut vernetzt, die wissen, wie die Demokratie funktioniert. Nun führte also die Landtagsfraktion dort diese Veranstaltung durch und der NDR hakte nach bei der SPD, sagt mal, warum musste das eigentlich dort stattfinden? Warum müssen hier Steuergelder, die euch zur Verfügung gestellt werden, über Umwege wieder zurück in die Taschen eurer Genossen und eurer Abgeordneten fließen? Die SPD hat sich rausgewunden. Wer mag, der schaue sich das Interview dazu an. Ich verlinke es mal unter diesem Video. Und die SPD wollte auch nicht sagen, was das denn gekostet hätte. Wir hätten eine dunkle Vermutung, wie hoch die Kosten waren, denn wenn man sich anschaut, was der Landkreis 2020 an den Golchner Hof gezahlt hat, damit dort 6 Kreistagssitzungen stattfinden konnten, dann waren das 5.000 Euro Saalmiete für 6 Veranstaltungen. Man darf sich jetzt ausrechnen, was eine Veranstaltung dann 3 Jahre später gekostet haben mag. Aber nicht nur darüber holt sich, wie gesagt, die Familie Klingohr Geld ran. Nein, man holt sich auch durch Veranstaltungen der einzelnen Tochterfirmen und Unterfirmen und der einzelnen Gewerbe, die dort ansässig sind, Gelder, meistens staatliche Gelder aus öffentlichen Töpfen bzw. durch öffentliche Verwaltungen gezahlt. Ein kleiner Auszug. 2019 konzeptionierte und moderierte Jörg Klingohr eine Verwaltungsvorstand. Ich musste ganz kurz weg. Und erhielt dafür 2380 Euro. Eine weitere Tagung und Zusammenkunft des Verwaltungsvorstandes des Landkreises Ludwigslust-Parchim nur kostete im selben Jahr 3.970 Euro. Ein Jahr später kostete diese Klausurtagung schon mal 4.165 Euro und ein Coaching der Führungskräfte der Kreisverwaltung 2.261 Euro. Das sind nur ein paar Zahlen. Wir werden da gerne nochmal nachhaken, was eigentlich nach den Jahren 2020 noch alles an Gelder dorthin geflossen ist. Und wir werden immer wieder aufzeigen, wie die SPD, in unserem Falle die Kreisverwaltung, hier öffentliche Gelder, Steuergelder dazu nutzt, um ihre eigenen Genossen auszuhalten. Das ist leider sozialdemokratische Praxis, nicht nur hier im Landkreis, auch im Land und in der gesamten Bundesrepublik. Aber wenn man sich die momentanen Entwicklungen anschaut, Umfragewerte etc. pp., dann dürfte diese Praxis hoffentlich bald Geschichte sein. In diesem Sinne, wohl an. Ja, Adrian, wir haben uns das gerade angesehen, hier 4,5 Minuten. Hast du noch ungefähr auf der Pfanne, ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, fast ein Jahr, ein Dreivierteljahr, was da damals los war? Da war im Grunde genommen los, dass das Ehepaar Klingohr, beides SPD-Mitglieder, sie Landtagsabgeordnete und er hier Wirtschaftspsychologe, sich immer lustig am Steuertopf einfach bedienen. Und zwar wurde da ja eine
oh Gott, lasst mich lügen, irgendeine SPD-Veranstaltung mal wieder auf dem Golchener Hof abgehalten. Ja. Das nannte sich, oh Gott, kommunalpolitischer Nachmittag oder sowas. Also da hieß es, ja, wir laden alle Bürger ein, die trinken mit uns einen Kaffee und dann erzählen wir mal über die Probleme vor Ort. War nicht ganz so und das hat richtig, richtig Kohle gekostet, ne? Ausgerichtet von der SPD-Landtagsfraktion. Wahnsinn. So, und jetzt haben wir endlich dieses Video. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das damals 10 oder 15 Mal hintereinander geguckt, weil ich dachte, das ist eine Verarsche, das ist ein Fake oder so. Aber irgendwann hat sich rausgestellt, dass es wirklich war. So, also Leute, passt auf, das gucken wir uns jetzt unbedingt nochmal zusammen an. Das sind jetzt leider auch nochmal fast 4 Minuten, aber die lohnen sich absolut. Die lohnen sich absolut. Pass auf, ich mache das an und dann schauen wir da mal gemeinsam rein. So, ich muss hier kurz umschalten. Zack. Und da haben wir es. So, und los geht's. Jetzt war die SPD-Fraktion in der letzten Woche beim Bürgerforum oder hat dort ein Bürgerforum oder kommunalpolitischen Abend gemacht. Was hat das gekostet und warum gerade der Golchener Hof? Die SPD-Fraktion führt seit 15 Jahren, etwa 15 Jahren überall im Land Bürgerforen durch. Das ist uns auch ganz wichtig, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Einerseits können wir ihre Fragen direkt vor Ort beantworten, andererseits können wir aber auch das Gesagte mitnehmen. Das ist uns ganz wichtig, ins Gespräch zu kommen. Und wir haben das in verschiedenen Orten des Landes gemacht. Die Corona-Pandemie hat uns ein bisschen eingeschränkt. In der Legislatur haben wir es ja wieder aufgenommen und der Golchener Hof war nicht unsere erste Wahl. Es war nach vielen Absagen, die wir bekommen haben, war das eine spätere Entscheidung, die ich dann als parlamentarischer Geschäftsführer getroffen habe. Die hat auch nicht der Vorstand getroffen, sondern ich habe mich entschieden, dass wir dorthin gehen. Und wir haben mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, mit vielen Vertretern von Vereinen, mit vielen Bürgermeistern dort Gespräche geführt und einen sehr guten Austausch gemacht. Und das ist etwas, was uns als SPD-Fraktion wirklich wichtig ist. Wie teuer war das? Wir haben als SPD-Fraktion viele dieser Bürgerforen in den letzten 15 Jahren gemacht. Wir haben überall im Land Gespräche gesucht mit Bürgermeisterinnen, Ehrenamtlichen. Wir haben einen sehr guten Austausch. Teilweise können wir die aufgeworfenen Fragen dort beantworten. Teilweise können wir sie mitnehmen und im Nachgang beantworten oder in unsere politische Arbeit einfließen lassen. Wir machen diese Bürgerforen überall im Land und auch im Golchener Hof war das ein ortsüblicher Preis. Der Golchener Hof war nicht unsere erste Wahl. Wir haben vorher an verschiedenen anderen Lokalitäten, an anderen Stellen des Landes auch Absagen bekommen und haben uns aufgrund der Größe, die wir benötigen, mit diesen über 200 Gästen und einer Fraktionssitzung mit etwa 60, 70 Plätzen und auch vor dem Fraktionsvorstand dazu entschieden, dorthin zu gehen, weil dort die Rahmenbedingungen erfüllt werden. Wie teuer war das? Wollen Sie nicht beantworten? Es war ein ortsüblicher Preis, den wir vor Ort bezahlt haben und in der SPD-Fraktion haben wir das seit 15 Jahren und wir machen das überall im Land und kennen daher auch die Preise und haben an der Stelle einen ganz normalen ortsüblichen Preis bezahlt. Und wie hoch ist denn der ortsübliche Preis? Als SPD-Fraktion haben wir seit 15 Jahren machen wir diese Veranstaltung und wir haben einen ganz normalen ortsüblichen Preis bezahlt. Und wir haben auch verschiedene andere Bürgerforen gemacht und planen wir jetzt auch. Und der Golchener Hof war nicht unsere erste Wahl, aber uns ist ganz wichtig, dass wir tatsächlich mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ist also falsch, wenn ich jetzt sage, Sie wollen mir nicht verraten, wie teuer das war? Also als SPD-Fraktion sind wir 15 Jahren im Land unterwegs und machen diese Bürgerforen und uns ganz wichtig, mit den Menschen, mit den Bürgermeistern, mit den Verbänden, mit Vereinen ins Gespräch zu kommen. Und dort haben wir ganz viel Erfahrung gesammelt, weil wir Fragen direkt beantworten können. Wir können sie mitnehmen und wir können auch tatsächlich daraus Initiativen für die Zukunft, dort wo Schwierigkeiten sind, mitnehmen. Der Golchener Hof war nicht unsere erste Wahl. Wir haben einen ortsüblichen Preis bezahlt, den wir auch woanders im Land. Wie hoch war denn der Preis, Herr D'Acunha? Seit 15 Jahren sind wir als SPD-Fraktion im Land unterwegs und machen überall an den verschiedensten Stellen Bürgerforen. Uns ist wichtig mitzunehmen, was die Bürgerinnen und Bürger hier im Land beschäftigt, welche Vorschläge, Ratschläge sie haben. Teilweise können wir die Sachen beantworten. Warum wollen Sie mir denn nicht sagen, wie teuer das war? Wir machen das als SPD-Fraktion seit 15 Jahren an verschiedenen Orten und wir haben eine Menge Angebote eingeholt und dementsprechend wissen wir auch wenn der Golchener Hof nicht unsere erste Wahl war, dass der Preis dort ganz gerechtfertigt war und an anderen Stellen des Landes machen wir auch weitere Bürgerforen, denn uns ist es wichtig, ins Gespräch zu kommen, mitzunehmen, was die Bürgerinnen und Bürger... Das weiß ich nun schon alles. Wie teuer war es denn? Wir machen als SPD-Fraktion an verschiedenen Orten im Land... Sie wollen mir nicht antworten. Als SPD-Fraktion machen wir überall im Land... Klare Frage, wie teuer war es, ja oder nein? Beantworten Sie das oder nicht? Wir machen als SPD-Fraktion auch weiterhin Bürgerforen überall im Land zu den angemessenen Preisen. Okay, Sie beantworten es nicht, also vergessen wir es.
Alles klar, danke. Unglaublich, ey. Echt. Das ist einfach... Das kannst du dir nicht... Also, oh, was ist jetzt? Schöne Runde, ganz oben. Nee, Lanz gucken wir uns jetzt nicht an. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast damals? Oh, ich war auf ganz vielen Ebenen peinlich berührt. Also zum einen ist es natürlich, das ist unglaublich lustig. Ja, also das muss man wirklich sagen, wie der sich da immer wieder wiederholt. Aber Disziplin hat er ja, ne? Disziplin hat er, ne? Das muss man ja auch sagen, dass der nicht einfach selber angefangen hat zu lachen. Dann kommt ja erschwerend hinzu, ich kenne Philipp Dacuna ja auch noch persönlich. Oh, ne? Gott, Mecklenburg ist ja ein Dorf. Wir standen im Straßenwahlkampf, standen wir zusammen und dann gab es so Situationen wie, du, wir holen uns mal einen Kaffee, Philipp, passt du auf unseren Infostand auf? Ja, natürlich doch. Passt die auf meinen auf, wenn ich einen Kaffee hole? Ja, na klar doch. Das war, ne? Man kennt sich halt. Ich war auch arbeitstechnisch mit Familienteilen von ihm verbandelt und so. Das heißt, man kennt sich. Das ist so unglaublich peinlich, dass der Typ sich da hinstellt und einfach immer wieder dieselbe Leier loslässt. Minutenlang. Ja. Krass, echt krass. Ist er eigentlich noch im Amt? Der ist parlamentarischer Geschäftsführer immer noch. Ja gut, er hat sich ja quasi bewährt, ne? Genau. Und da muss man ja... So lustig das halt auch ist, das hat ja wirklich einen ernsten Hintergrund. Also einmal hat das ja richtig Kohle gekostet, diese ganze Geschichte. Dann kam der Beitrag vom NDR, hier dieser lustige Beitrag, der ja nur irgendwie 4 Minuten geht. Wer den ganzen Beitrag sehen möchte, der kann auf der Seite des Norddeutschen Rundfunks sich den gesamten 9-Minuten-Beitrag anschauen. Die haben den nämlich öffentlich gestellt. Mhm. Denn einen Tag später gab es eine Pressekonferenz der Landesregierung. Und auf dieser Pressekonferenz, die ist ja, da ging es um Finanzen, Haushalt hinher, das ging 1,5-2 Stunden. Und zum Schluss dürfen ja immer Fragen gestellt werden. Und einer vom NDR erdreistete sich und fragte, hier, Frau Ministerpräsidentin, wie schaut denn das aus? Warum wurde das Treffen hier der Fraktion am Golchener Hof abgehalten? Das fand Manuela Schwesig gar nicht witzig, die sofort zurückgeschossen hat und sagte, was haben Sie gegen starke Frauen in der SPD? Frau Klingohr ist eine sehr begabte Parlamentarierin und bla bla blub. Und da hat der NDR sich wohl gedacht, wenn du uns ans Bein pinkeln kannst, dann können wir das auch. Und dann haben die das einfach alles veröffentlicht. Und dann, das ist ein ewiges Ding mit Golchener Hof, Klingohr hin, her. Dann wurden auch noch Informationen weitergespielt an den Norddeutschen Rundfunk, was die eigentlich so vom Landkreis Ludwigslust-Parchim an Kohle bekommen. Ja. Für die Unterbringung von Asylanten, für 8000 Sachen, die die machen. Hm. Ja. Genau, also das ist eine witzige Geschichte, alles in allem. Ja, ich weiß noch genau, als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, das ist, die verarschen uns. Das ist irgendwo, springt jetzt jemand raus und sagt, das ist ein Witz oder so. Ich habe das sogar, beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, habe ich das so, ich weiß nicht, 1,5 Minuten gesehen. Dann habe ich das weggemacht und habe das vergessen und habe gesagt, ja, hat sich irgendjemand komischen Spaß erlaubt, weil ich kannte den Typen ja auch nicht. Ich dachte, das ist irgendwie gestellt oder so. Und dann habe ich das irgendwo wieder gesehen und dann ist mir erst klar geworden, dass das alles echt ist. Wahnsinn. Vor allem auch diese Situationskomik, dass sie im Hintergrund da vorbeilaufen. Guten Morgen, Frau Klingohr. Morgen. Ja, Wahnsinn. Also Politik kann auch mal Spaß machen, das ist nicht immer so, aber manchmal. Jetzt befinden wir uns aber, nicht so in einer spaßigen Phase. Wir sind mitten im Wahlkampf, ihr auch. Wir haben das eben schon mal gesagt, die Wahl ist am 9. Juni, wird ja in relativ vielen Bundesländern, ich glaube in 9 oder 10 Bundesländern ist Kommunalwahl, unter anderem natürlich auch bei euch. Du hast eben schon gesagt, ihr tretet in 8 Gemeinden an, richtig? 7 Gemeinden an. Ja, Adrian, da wünschen wir euch viel Erfolg. Hast du unseren Gästen noch was mitzuteilen? Prinzipiell habe ich nur allen mitzuteilen, vertraut diesem Staat nicht, egal auf welchen Ebenen. Der Staat ist nicht euer Freund. Werdet euch darüber klar, wer ihr selbst seid. Haltet das hoch. Das ist das Wichtigste, was ihr besitzt. Eure eigene Identität, euer Erbe, das ihr weitergebt. Lasst euch nicht an der Nase herumführen von Politik, von Medien, Verfassungsschutz und diesem ganzen Gesindel da draußen. Bildet Gemeinschaften. Im Kleinen, da wo es möglich ist und schafft Bollwerke,
gegen den Wahnsinn der BRD und tut niemals irgendwas, was ein aufrechter Sozialdemokrat tun würde. Prima. Da will ich gar nicht drum herum reden. Das ist ein Top-Schlusswort. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche uns viel Erfolg, uns allen, euch natürlich im Besonderen zur Kommunalwahl. Wer aus Mecklenburg und Pommern ist, unterstützt die Fraktion. Also wenn ihr aus dem entsprechenden Landkreis seid, unterstützt die Fraktion, die Wählergruppe Heimat und Identität. Geht auf jeden Fall zur Wahl. Ist ja noch ein bisschen hin, aber macht euch das klar. Nicht wählen bringt nichts. Unterstützt heimattreue Parteien in Mecklenburg und Pommern, habt ihr die Möglichkeit, uns direkt zu wählen, uns natürlich auch zur Europawahl, die Heimat. Adrian, ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast, für das Gespräch heute Abend. Wir bedanken uns herzlich bei euch. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, dann macht das jetzt und dann sehen wir uns auf den üblichen Plattformen wieder. Adrian, euch allen wünsche ich einen schönen Abend, geruhsame Nacht, bis dahin und Glück auf!